Das Leben wird für die Österreicher immer unleistbarer. Die aktuelle Kostenlawine ist die direkte Folge der völlig untauglichen Corona-Politik der Bundesregierung und eine konkrete Auswirkung des Klimawahns, den sich ÖVP und Grüne verschrieben haben. Wir haben massive Preissteigerungen, wir haben eine Bevölkerung, die nicht mehr weiß, wie sie sich das alles leisten kann. Und dazu hat sie gewählte Politiker, deren Aufgabe es ist, hier ins Handeln zu kommen und hier Maßnahmen zu setzen, um diese Preissteigerungen einzubremsen oder abzudämpfen. Die FPÖ fordert daher ein sofortiges und umfassendes Entlastungspaket für die Österreicher. Halbierung der Mehrwertsteuer und der Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel. Streichung der CO2-Abgabe. Erhöhung von Kilometergeld und Pendlerpauschale. Halbierung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom. Heizkostenzuschuss von 300 Euro pro Haushalt und Jahr. Halbierung der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel. Signifikante Lohnerhöhungen für Arbeitnehmer. Deutliche Senkung der Lohnnebenkosten. Inflationsanpassung von Sozialleistungen und Arbeitslosengeld. Ende der extrem teuren Corona-Politik. Evaluierung der Russland-Sanktionen. Widerstand gegen die EU-Schuldenunion. Wenn auch du dich diesen Forderungen anschließt, dann unterschreibe jetzt gleich die Petition Kostenlawine stoppen. Das geht ganz einfach und schnell. Gehe dazu einfach auf die Website stopp.kostenlawine.at und gib deine Taten in das Formular ein. Danach erhältst du ein E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte klicke unbedingt darauf. Erst dann ist die Unterstützung vollständig abgeschlossen. Wir werden auch hier versuchen, den Schulterschluss mit der Bevölkerung zu forcieren, so wie er ja auch bei Corona erfolgreich gewesen ist, um hier auch den Druck auf eine Regierung zu erhöhen, die mit allem und jedem beschäftigt ist, nur nicht mit der Not im eigenen Land. Setzen wir ein starkes Zeichen gegen die Teuerungswelle und stoppen wir gemeinsam die Kostenlawine.